Halloa, du wunderbarer Seelenmensch. Entspanne dich einfach und schließe deine Augen. Ich werde dich zu dem führen, was die wichtigste Beziehung und Schöpfung ist, nämlich zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein oder, wie ich es nenne, zwischen einer Mutter und einem Kind. Die Mutter ist der bewusste Geist, der die Wahl hat, sich um sein Kind zu kümmern oder eben es zu ignorieren. Nehmen wir also an, dass der bewusste Verstand zum Mutteraspekt der Schöpfung wird und das Unterbewusstsein ist das Kind. Und dieses Kind hat alle Erinnerungen an die Schöpfung. Wenn man also eine Depression hat, wird es alle Erinnerungen des Kindes, welche die Depression verursachen. Wir wollen also, dass diese Beziehung zwischen Mutter und Kind funktioniert. Das Erste, was wir tun werden, ist, uns ganz langsam und sanft herantasten. Atme tief durch und ich zähle auf drei. Bei drei bist du vor deinem inneren Kind. Eins, zwei und drei. Das Erste, was du tun willst, ist, zu diesem Kind zu sagen, oh wow, zum allerersten Mal in der Schöpfung erkenne ich die Gegenwart in mir. Du bist dir bewusst, dass es dieses Wesen gibt, das man das innere Kind nennt. Du sprichst mit diesem inneren Kind. Das ist das allererste Mal, dass ich mir bewusst bin, dass du ein Teil von mir bist. Das nächste, was du zu ihm sagen willst, ist etwas sehr Einfaches. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Dann erinnerst du dich an all die Verletzungen und den Schmerz, welches diesem Kind widerfahren ist. Und du sagst zu diesem Kind, ich bitte um Vergebung für all die angesammelten Erinnerungen, die du in deinem Kummer erlebt hast. Der Schmerz, die Traurigkeit, das Unverständnis. Du sprichst also mit dem Kind. Du sprichst deine Verantwortung für all das an, was du erschaffen und angesammelt hast, und du möchtest, dass es ungeschehen gemacht wird. Einer der Prozesse ist sehr einfach. Du bittest das Kind immer und wirklich immer um Erlaubnis. Man darf nie etwas mit dem Kind machen, ohne es um Erlaubnis zu fragen. Du möchtest also Folgendes tun. Du möchtest dem Kind sagen, bitte erlaube mir, dass ich dir liebevoll
und fürsorglich über den Kopf streichen kann. Bitte erlaube mir, das zu tun. Und dann tu es einfach. Du musst dir dabei gar nichts vorstellen. Tu es einfach. Sieh dich selbst, wie du den Kopf des Kindes streichelst. Und während du den Kopf des Kindes streichelst, sagst du zu dem Kind: Ich liebe dich. Bitte vergib mir. Vergib mir für all die inneren Mauern, die du in dir gespeichert hast. Es tut mir so leid. Dies ist eines der wichtigsten Momente in der Beziehung, denn du kannst diesem Kind beibringen, wie man sich von all der Last selbstständig reinigt. Und es wird in Zukunft auch tun. Und so wie du den Kopf vom Kind jetzt am Streichen bist, sagst du zu ihm: Ich liebe dich. Ich danke dir, dass du ein Teil von mir bist. Und es tut mir leid, wenn ich mich nicht um dich gekümmert habe. Wenn ich dich manipuliert habe, es tut mir so leid. Lass uns zusammen eine Transformation machen. Wir scannen den Körper durch. Du sprichst mit dem Kind. Wenn es dir nichts ausmacht, hilf mir, einfach loszulassen. Ich brauche deine Unterstützung. Und somit gehen wir wie ein Inventar durch den Körper hindurch. Wenn du also bewusst Schmerzen im Körper hast, dann nimm die Schmerzen zur Wahl. Wenn es mehrere Schmerzen sind, dann fangen wir einfach mal von oben an. Wir fangen jetzt einfach mal oben beim Kopf an. Wenn du also zum Beispiel Kopfschmerzen hast oder Rückenschmerzen, nimm es einfach an und sage zu dem Kind: Oh, schau, das ist das Unerlebte dieser Kopfschmerzen. Bitte lass los. All die Erinnerungen, die bei dir wieder auftauchen, ich weiß nicht, was die Erinnerungen sind, und ich will nicht wissen, was die Erinnerungen sind, aber du weißt es. Und dann können wir es der höchsten Quelle durch das Überbewusstsein übergeben. Wir können die Göttlichkeit bitten oder Gott bitten, es freizulassen. Was du jetzt tun wirst, ist, dem Kind sehr, sehr sanft über die Wangen zu streichen. Also bittest du das Kind um Erlaubnis, es sanft streicheln zu können. Nicht stark, nur ganz, ganz, ganz sanft über die Wangen. Und währenddem du es tust, sprichst du einfach mit ihm. Danke, dass du ein Teil von mir bist. Ich liebe dich und es tut mir leid. Alle gesammelten Erfahrungen von Schmerz, bitte
Bitte verzeih mir. Du bittest nun das Kind, dir die Hand zu geben. Bitte, gib mir deine Hand, damit ich sie sanft streicheln kann. Welche Hand du mir gibst, ist egal. Gib mir diejenige, die du mir einfach geben willst. Bitte, gib sie mir. Damit ich sie ganz sanft halten kann und sie ganz sanft streicheln kann. Danke. Danke, dass du ein Teil von mir bist. Ein Teil von mir, dem ich nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt habe. Und wenn dir das Streicheln Unbehagen verursacht, dann sage ich dir einfach, lasse los. Lass einfach los. Du musst nicht wissen, was dir Unbehagen verursacht. Du musst es wirklich nicht wissen. Und es tut mir leid. Bitte, bitte vergib mir. Ich liebe dich. Ich liebe dich so, so sehr. Damit du siehst, wie wir oder du mit deinem inneren Kind weiter arbeiten kannst, nehmen wir hier mal ein genauso wichtiges Thema hindurch, und zwar das finanzielle Thema. Du sagst zum Kind, okay, nur die Erinnerungen sind das Problem. Ich bitte dich somit, einfach loszulassen. Lasse alle Erinnerungen, die mit Mangel zu tun haben, einfach los. Lasse einfach los. Und auch immer, was du finanziell durchmachst, es ist immer die Erinnerung deiner Seele. Es hat nichts mit deinem manifestierten Mangel zu tun, mit deinen Schulden oder sonst was zu tun. Und dieses Kind, das diesen Mangel oder irgendeine Art von Erinnerungen hat, bitte das Kind, sie einfach loszulassen. Bitte, lass los. Oder wenn du dein Bankkonto überzogen hast oder irgendeine Situation, in der du bist, ist es eine alte Erinnerung. Also, bitte das Kind, es einfach loszulassen. Ich liebe dich. Vergib mir. Lass los. Ich danke dir so sehr. Dann fragst du das Kind wieder um Erlaubnis, seine andere Hand zu halten. Bitte erlaube mir, deine andere Hand zu halten. Und du greifst sanft nach der anderen Hand. Und du bittest es sanft, ganz sanft, sie zu streicheln. Es ist wichtig, dass du dir darüber im Klaren bist, dass dieses Kind alle Probleme gespeichert hat. Also,
ist es genauso von Wichtigkeit, dass du in einer guten Beziehung zu diesem Kind bist und es bittest, einfach loszulassen. Und währenddem du weiterhin die Hand hältst und sie streichelst, betrachtest du dich selbst. Schau ganz tief in dich hinein, was in dir vorgeht. Welche Emotionen und Unbehagen kommen gerade hoch? Sag zu dem Kind, ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Vergib mir. Auch wenn ich nicht weiß, von wo diese Emotionen herkommen. Und ich muss es auch nicht wissen, von wo sie herkommen, weiß ich, dass ich dich liebe. Und ich bitte dich, lass einfach los. Du machst das so gut. Und ich danke dir so sehr. Wenn du gewisse Erfahrungen mit bestimmten Menschen machst, schau mal, welche Person oder Personen gerade von dir stehen. Ich zähle mal wieder auf 3 und bei 3 steht eine Person vor dir. 1, 2 und 3. Wer ist da? Also stell sie dir einfach vor, wie sie vor dir steht und du sagst, okay, ich weiß nicht, was die Erinnerungen sind. Ich weiß, dass ich es anerkenne und ich weiß nicht, was es ist. Es sind alle Erinnerungen in mir, also bitte sprich mit meinem inneren Kind. Denn ihr habt eine Vereinbarung unter euch gemacht. Es tut mir leid. Vergib mir. Ich liebe dich. Ich danke dir für deine Aufgaben an mir. Ich bitte darum, lass einfach los. Auch du, mein Kind, lasse allen Schmerz und Leid los. Übergebe es der Schöpfung und sei frei. Verabschiede dich von der Person und atme einfach durch. Jetzt bittest du das Kind wieder um Erlaubnis. Bitte das Kind an den Schultern zu halten. Bitte erlaube mir, deine Schultern zu halten. Und du hältst das Kind an den Schultern und ihr beginnt wieder zusammen einen Dialog. Dieser Dialog handelt von der Liebe. Du sagst dem Kind, ich liebe dich.
danke, 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 dass du ein Teil von mir bist. Ich bin wirklich froh zu wissen, dass es ein Du, ein Mich und ein Wir sind. Ich habe mich nicht seit Anbeginn der Zeit um dich gekümmert. Bitte vergib mir, dass ich dich ignoriert habe und mich nicht um dich gekümmert habe. Bei all dem Schmerz und der Trauer, es tut mir leid. Ich liebe dich. Danke. Danke, dass du ein Teil von mir bist. Du wirst und du bist grenzenlose Liebe. Mit dem inneren Kind heilst du auch allmögliche Beziehungen zu Partnerschaften. Und wenn du auf der Suche nach einem Partner oder Partnerin bist, dann baue die Beziehung zu deinem inneren Kind auf. Denn das innere Kind ist dein bester Partner oder deine beste Partnerin. In dem Moment, wo du die Beziehung gestärkt hast, wo das Kind allmöglichen Schmerz losgelassen hat, wird sich auch die Partnerschaft in deinem richtigen Leben transformieren. Das, was du mit deinem Kind zusammen hast, ist eine Beziehung. Und ich erwähne auch da noch einmal die Beziehung zwischen einer Mutter, also deinem Bewusstsein, und einem Kind, deinem Unterbewusstsein, funktioniert durch die Schöpfung. Und somit hältst du weiterhin seine Schultern, schaust ihm tief in die Augen und du sagst: Ich habe dich ignoriert für all den Schmerz und die Trauer. Es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Danke, dass du überhaupt bereit bist, damit du und ich frei sein können. Richtig frei sein können. Und damit du und ich Hand in Hand durchs Licht gehen können, damit wir gemeinsam eine lichtvolle Zukunft haben. Ich liebe dich so, so, so sehr. Von nun an kannst du dich zu jeder Zeit mit deinem inneren Kind verbinden. Zu jedem Zeitpunkt, wo auch immer du bist. Oder wenn irgendwelche Geschehnisse und Emotionen auftauchen. Sei und gehe behutsam und liebevoll mit deinem Kind um. Und vergiss nie, es um Erlaubnis zu bitten. Sag ihm, wie sehr du es liebst und es jetzt loslassen kann. Und es wird ein paar Minuten dauern, bis du dich wieder versöhnt hast. Spür immer hinein, ist noch irgendwas da, und übergib es in Liebe oder
anerkenne es. Und wenn du das tust, wird dein inneres Kind bei dir sein und es wird zu deinem besten Partner werden oder Partnerin. Und nun ist es Zeit, dass du dich vom inneren Kind verabschiedest. Sag ihm vielleicht nochmals, wie sehr du es liebst. Sag ihm nochmals, wie sehr du dankbar bist. Und vor allem, dass es von nun an nie wieder alleine sein wird. Dass es tief in deinem Herzen verankert ist. Und dass du es auch immer wieder besuchen kommst. Und jetzt möchte ich, dass du einfach mal 7-mal tief, tief, tief durchatmest. Also 7-mal einatmest und 7-mal wieder ausatmest. Denn das wird dir einfach bei der Reinigung helfen. Tu dies für dich selber. Und währenddem du atmest, danke ich dir von Herzen, denn ich liebe dich. Ich danke dir für dein Sein. Und wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere doch meinen Kanal und gerne darfst du mein Video auch weiterempfehlen. Ich danke dir aus vollstem Herzen.